Zunächst erschien es nur wie ein Einzelfall. Eine absurde Prognose, die Gletscher des Himalaya könnten bis 2035 abgeschmolzen sein. Dazu noch eine grotesk falsche Größenangabe über das nur 33.000 Quadratkilometer große Dach der Welt. Nur eine Schlampigkeit? Kapitel Auswirkungen des Klimawandels auf die Amazonasregion. Bis zu 40% des Regenwaldes, so der Bericht, könnten dramatisch auf weniger Niederschlag reagieren. Quelle der Behauptung? Rowell und Moore aus dem Jahr 2000. Eine Studie über Waldbrände, sogenannte graue Literatur, die nicht ausreichend wissenschaftlich geprüft ist. In der Studie vergebliches Suchen nach der 40%-Prognose für den Amazonas. Die Gefährdung gibt es allerdings für den brasilianischen Wald. Und der macht noch nicht einmal die Hälfte des gesamten Amazonaswaldes aus. Falsch abschreiben von einer zweifelhaften Quelle. Nicht unbedingt, was man sich unter seriöser Elitenwissenschaft vorstellt. Fehler sind völlig normal, wenn über 1000 Wissenschaftler einen Bericht verfassen. Allerdings müssen wir diese Fehler offensiv kommunizieren, sodass sie für jedermann sichtbar sind. Und wie es eigentlich gang und gäbe ist, in der Wissenschaft. Nicht unbedingt beim Weltklimarat. Der geht aber umso offensiver mit einem anderen Szenario um. Auswirkungen klimawandelbedingter Naturkatastrophen auf Wirtschaft und Versicherungsbranche. Weltweit anerkannter Experte für dieses Thema ist der US-Wissenschaftler Roger Pielke Jr. Ich bin jemand, dessen Forschung im Weltklimabericht zitiert wird. Verwundert bemerkte ich in der aktuellen Ausgabe eine Kurve, die einen Zusammenhang zwischen steigenden Temperaturen und steigenden Schadenskosten zeigt. Das ist wirklich überraschend, weil es in der Fachliteratur keinen Beweis für einen solchen Zusammenhang gibt. Dem Klimarat scheint's egal. Er stellt fest, es gibt einen Zusammenhang. Der ist zwar nicht wirklich groß, aber reicht dafür, die schon angesprochene Kurve zu präsentieren, die in der angegebenen Quelle aber so nicht zu finden ist. Immerhin soll sie auf Daten der zitierten Studie beruhen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit und widerspricht wirklich jeglicher guten wissenschaftlichen Praxis. Man kann zwar so etwas machen, dann muss man aber die Kollegen informieren und man muss ganz deutlich kennzeichnen, dass das eine Grafik ist, die von einem selbst angefertigt worden ist, nach einer bestimmten Vorlage eines anderen Kollegen. Gute wissenschaftliche Praxis. Beim Weltklimarat scheinen manche damit wirklich ein Problem zu haben. Noch erschreckender war, dass ein Begutachter des Klimaschadenkapitels den IPCC um meine Sicht der Dinge bat. Der IPCC antwortete, sie dachten, ich hätte meine Meinung geändert. Das aber ist unwahr und ich wurde nie vom IPCC kontaktiert. Das ist ganz klarer Betrug gegenüber der Öffentlichkeit und natürlich auch gegenüber dem betroffenen Kollegen. Und so etwas muss man kategorisch ablehnen. Und wir müssen jetzt versuchen, dass solche Dinge, wenn sie tatsächlich vorgekommen sind, beim nächsten Mal nicht nochmal passieren. Betrug beim Weltklimarat? Der sollte dann aber wenigstens in seinem für die Öffentlichkeit wichtigsten Bericht, dem sogenannten Synthese-Report, unterbleiben. Es geht um Afrika. Die Behauptung, Klimawandel würde in einigen Ländern bis 2020 landwirtschaftliche Erträge, die vom Regen abhängen, um bis zu 50% reduzieren. Und wieder beruft sich der Klimarat auf graue Literatur und wieder wird falsch abgeschrieben. Denn die Studie bezieht sich nur auf die Maghreb-Staaten Algerien, Tunesien, Marokko. Aber die Prognose macht Karriere. Denn sie steht auch in der Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger. Deren wichtigste Grundlage in Sachen Klimapolitik. Zweifelhafte Quellen, falsche Zahlen, unsauberes Handwerk. Der Weltklimarat ist mittlerweile heftig in der Kritik. Und zwar nicht in Sachen Schlampigkeit. Ich sehe schon gewisse Tendenzen im IPCC, wobei ich mich natürlich selbst auch nicht immer ausnehmen kann, dass man bestimmte Dinge versucht, etwas dramatischer darzustellen, als es tatsächlich ist. Man muss einfach versuchen, die Dinge so objektiv wie möglich darzustellen. Man versucht es immer, ob man dem immer gerecht wird, sei dahingestellt. Ergebnisse dramatischer darstellen, als sie wirklich sind.
Klimaforschung ist für solche Profilierungsversuche eigentlich gesellschaftlich viel zu folgenschwer. Allein das Bildungs- und Forschungsministerium investiert jährlich über 300 Millionen Euro direkt in Klimawissenschaft. Keine Peanuts. Das Forschungsministerium ist aber eher verständnisvoll. Die Fehler sind ärgerlich. Man muss gleichzeitig bedenken, dass rund 1200 Wissenschaftler an dem IPCC-Gutachten mitgearbeitet haben. Das Gutachten ist 2600 Seiten lang. Insofern können Fehler passieren, das ist menschlich, aber es muss umgehend korrigiert werden. Und das ist sicherlich auch ein Fehler, dass auf die Kritik von Seiten des IPCC nicht schnell genug reagiert worden ist. Was tun mit dem Weltklimarat? Inzwischen fordern jedenfalls führende Klimawissenschaftler weitreichende Reformen. Und manche gar seine Auflösung.